Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. In der letzten Episode haben wir hier dieses neue Biom entdeckt. Wir sehen es hier unter uns mit diesen komischen kleinen Bäumen, die, ja, sieht so ähnlich aus wie Bäume oder so ein Nervenbahn oder sowas in der Richtung. Und ich glaube, das Biom haben wir vorher noch nicht gesehen und ich habe sogar das Gefühl, dass das genau das richtige Biom sein könnte, das, was uns noch fehlt zum Erfolg, sag ich jetzt mal. Was ist das hier? Ist das ein Quarz oder was, was in der Luft schwebt? Ein fliegendes Quarz? Tatsache. Ich nehme das mal alles mit hier, was wir hier finden. Oh, ist die Grafik wieder schöner geworden? Kann das möglich sein? Eigentlich kann ich es fast nicht für möglich halten. Vielleicht bilde ich es mir ein. Und ich habe gerade Zeug gesehen irgendwo. Ich habe doch gerade irgendwo so ein grünes... Ah, hier. Das schwebt auch in der Luft. Und zwar ist das hier Uranitkristall. Und ich glaube, das ist auch neu. Denn das Uran haben wir vorher ja so gefunden. Und ich glaube, das gibt's jetzt nicht mehr. Ich glaube, Uran kommt jetzt nur noch als Kristallform vor. Und wir können jetzt dieses Uranitkristall sammeln. Und ich glaube, aus drei davon... Oder so machen wir dann ein Uran. Deswegen ist es auf jeden Fall, ja, Pflicht schon fast, das mitzunehmen jetzt. Denn wir wollen ja unser Atomkraftwerk weiter am Laufen halten. Es könnte aber auch was mit der Experimental-Version sein, fällt mir gerade ein, dass hier die Sachen in der Luft schweben. Denn wenn Landmassen abgetragen wurden, also verändert wurden, dann, stand ja damals, als ich dieses Update bekam, wo mir empfohlen wurde, einen neuen Spielstand anzufangen, könnten Sachen zerstört werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das damit was zu tun hat. Und ein Schiffswrack haben wir da unten auch noch. Und ich glaube, das könnte sogar auch eine sehr interessante Sache werden. So, ich bin mal hier rüber, nehme das ganze Uran mit und das ganze Quarz. Denn wenn wir eine Sache brauchen, dann ist es auf jeden Fall Quarz. Also, Quarz geht uns eigentlich generell immer aus. Deswegen nehme ich das jetzt alles mit und lagere das jetzt erstmal in die Seemotte. So, das tun wir dann hier in die Fächer oben rein. Das war ja unser normales Lagerfach oben. So. Fach 1 ist schon voll. Fach 2. So, und dann steigen wir mal ein. Wir brauchen sowieso Luft und schwimmen dann runter zu diesem Schiffswrack. Moment, hier ist noch ein bisschen Uran. Das nehmen wir auch noch mit. Habe ich nicht mit dem Scheinwerfer genau drauf gezielt auf das Uran? Gold, ja, bräuchten wir eigentlich theoretisch nicht. Nehme ich aber trotzdem mit, weil wir gierig sind. Gierig nach allem, was wir finden können. Da war das Uran. Gut, dann lagern wir das hier auch noch oben ein. Was ist das gewesen? Ach so, ich bin wahrscheinlich gegen die Seemotte geschwommen. Gut, dann schippern wir mal runter. Wir haben ja 900 Meter Tiefe, das heißt, wir kommen hier locker aus. So, wollen wir mal schauen, was ist das denn da? Gehört das hier zu dem Baum, nenne ich es mal? Hä, wo bin ich? Wo steigt der aus? Ah, ich bin unter der Seemotte. Okay, das kann ich auf jeden Fall scannen. Eine Blutranke nennt sich das. Sind wir im Blutranken-Biom? Das könnte, Biom, das könnte sein, dass es sogar so heißt. Hier haben wir schon den ersten Scheinwerfer. Das Flutlicht, aber das kennen wir schon. Und auch hier wieder sind wir verlangsamt an diesem Schiffswrack. Das heißt, es wird wieder um Leben und Tod gehen, Leute. Ich schaue mir erstmal an, wo hier ein Eingang sein könnte. Und dann werden wir uns hier reinschweißen. Falls wir uns überhaupt reinschweißen müssen. Vielleicht kommen wir so rein. Mal gucken. Hier sieht es erstmal schlecht aus. Hier oben. Von da könnten wir reinkommen. Da werde ich, glaube ich, mal einen Anlauf wagen. Den ersten Anlauf hier oben rein. Okay. Machen wir mal die Taschenlampe raus. Schauen wir uns erstmal hier in dem ersten Raum um. Ohne Schweißen. Was ist das hier?
No Signal. Irgendeine Art von Computer scheinbar. Und hier, so einen Stuhl haben wir doch eigentlich noch gar nicht, ne? Aber ich kann ihn trotzdem nicht scannen. Sieht eigentlich anders aus als der andere Stuhl. Okay, hier kommen wir noch überall ohne Schweißgerät hin. Aber da gibt es nichts Neues zu sehen, leider. Wenn man zu nah an den Sachen dran ist, leuchtet die blöde Taschenlampe auch nichts mehr aus. Das ist irgendwie... ist irgendwie blöd. So, dann schauen wir hier mal nach, was wir hier noch haben. Auch schon wieder so ein langer Gang. Ich darf auch nicht zu weit schwimmen. Noch haben wir auf jeden Fall genug Luft. Hier gibt's wieder Fracht. Es wäre halt voll cool, wenn ich mit der Seemotte hier reinkommen könnte. Aber auch hier ist ja wieder nichts zu scannen. Oh, hier kann ich nicht durch. Haben wir da oben noch irgendwo was? Nein, leider nicht. Mal ein Gleiter. Der strahlt ein bisschen schöner, ein bisschen diffuser. Bin ich da schon drin gewesen? Nee, hier sind wir auf jeden Fall noch nicht drin gewesen. Ich hole aber erstmal Luft. Wer weiß, nachher verschwimme ich mich wieder. Und sterbe einen schrecklichen Tod. Ich glaube, ertrinken ist wirklich sehr unangenehm, oder? Also ich könnte mir vorstellen, es ist einer der unangenehmsten Tode. Naja, gut. Abgesehen davon, man würde einer Krankheit zugrunde fallen, die jahrelang irgendwie andauert. Krebs oder so. Das wünscht man natürlich niemandem. Aber ansonsten, glaube ich, ertrinken ist sehr, sehr unangenehm. Wir schauen uns erstmal von oben nach unten durch. So. Und jetzt hier auf der ersten Etage. Und hier... hier geht's schon nicht mehr weiter, oder? Schweißen kann ich auch nirgendwo, so wie es aussieht. Das heißt, dieser Raum ist schon mal sinnlos. Gehe ich nochmal kurz Luft holen. Und man ist auf jeden Fall verlangsamt in dem blöden Schiffswrack. Deswegen bin ich auch gerade auf die Seemotte drauf geschwommen. So, da haben wir geguckt. Da ist nichts mehr. Zweite Etage. Schauen wir mal rechts lang. Da oben. Kann ich hier schweißen? Ja. Habe ich das Schweißgerät mit? Natürlich. Aber nur noch 18% Energie. Aber wir haben noch genug Taschenlampen mit. Nee. Das ist doch mehr Energie. War es gerade der... war es der Gleiter, der nur noch 18% hatte? Ich bin schon gespannt, was uns hinter dieser Tür erwartet. Es fehlen mir auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die ich noch nicht gescannt habe. Erstmal fehlen uns Zyklopteile. Uns fehlt noch ein Zyklopfragment. Ich möchte auch nochmal auf die Aurora. Ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass dort auch noch eine Mod liegt. Ich weiß nicht für was. Ob es für die Zyklop eine Mod ist, die ich da vergessen habe aufzunehmen, möchte ich auch demnächst nochmal hin, aber erst wenn wir hier aus diesem Biom rauskommen. Oha. Das scheint auf jeden Fall ein größeres Schiffswrack zu sein hier. Aber auch hier wieder nichts zu scannen. Hier komme ich nicht durch. Da bin ich reingekommen. Dann schaue ich nochmal ganz schnell hier nach. Oha. Okay. Bin ich jetzt im Kreis geschwommen? Ja, sieht so aus. Oh je. Von wo komme ich? Ich glaube von hier, oder? Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich mich nicht verzettel. Ich muss nach oben. Okay, das ging nochmal gut. Oh je. So, Luft holen. Ich würde ja gerne mit der Seemotte tiefer reinschwimmen ins Schiffswrack, aber sie passt einfach nicht. Ich bräuchte so eine Mini-Seemotte oder noch einen weiteren zusätzlichen Sauerstofftank für diese Aktion hier mit den... weil selbst 3 Minuten sind mir irgendwie so knapp. Ich habe Angst einfach, dass ich ertrinke.
Oh, ihr seid auch gruselig. Ja, und die Musik macht's auch nicht besser. So, hier bin ich auf jeden Fall schon gewesen. Bin ich hier schon drin gewesen? So, die Batterie geht mir aus. Nachladen. Komm schon. Ich will mich mal hier lang. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Das ist auch wieder die Stelle. Hier gibt's auch wieder nichts zu sehen. Also zu sehen schon, aber nichts zu scannen. Ich hätte immer noch gerne diese eine Leuchte. Es gibt noch eine Leuchte im Spiel, die sehr, sehr diffus ist. Sehr, sehr diffuses Licht wirft. So ein Leuchtstab. Und ich habe schon fast die Befürchtung, dass es irgendwo in so einem Schiffswrack wie hier ist. Haben wir jetzt hier auch schon wieder alles gesehen? Captain. Wenn ja, dann wäre es echt blöd. Ich mach noch einen weiteren Tauchgang. Wir tauchen nochmal von oben rein. So. Tauch mal bis zum Boden durch. War hier noch irgendwo was? Hier komme ich einfach unten raus. Okay. Dann kann ich hier nach rechts. Da von oben, da komme ich auch durch. Da war ich schon. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Ich glaube, ich schwimme hier nur immer wieder im Kreis. Ja, da geht's wieder unten raus. Da kam ich nicht durch. Ja. Auch hier gibt es wieder diesen diffusen Leuchtstab nicht. Das ist echt richtig blöd. Vielleicht gibt es ja noch ein weiteres Schiffswrack hier. Wir schauen uns hier in dem Biom noch weiter um. Steigen wir wieder in die Seemotte ein. Vielleicht müssen wir noch tiefer tauchen. Wie gesagt, das Zyklop-Fragment suche ich ja auch noch, das fehlende. Vielleicht finden wir hier auch was. Was ist das hier? Ist das auch noch ein Teil der Aurora? Sie geht es auf jeden Fall sehr tief runter. So viel steht fest. Und es gibt eine Menge Quarz. Was haben wir denn hier? Was ist das für ein rotes Zeug? Blutöl. Okay. Haben wir das schon mal genommen? Das haben wir doch noch nie gefunden, oder? Das gibt es wahrscheinlich auch nur hier im Biom. Diamant. Da ist noch mehr von diesem Blutöl. Das nehmen wir natürlich mit. Das scheint ja nicht so häufig zu sein. Und Quarz gibt es hier auf jeden Fall. Also wenn wir Quarz brauchen, wissen wir, wo wir hinkommen müssen. Hier zum Blutranken-Biom. Ist genug davon. Das habe ich doch auch noch nicht gescannt, oder? Hier die Pflanzen. Gab es Feder? Oder Gabes Feder? Habe ich da schon was von mitgenommen? Wäre mir neu. Schauen mal weiter. Hier sind wieder diese Pilze. Haben wir die schon gesehen, die Pflanze? Sieht irgendwie ein bisschen bedrohlich aus auch. Aber auch sehr schön. Die haben wir noch nicht gescannt. Rot-grüner Tentakel. Sieht ein bisschen aus, als könnte es mich angreifen. Komm
schon. Inventar voll, okay. Dann machen wir unser Inventar doch leer. Das wäre doch gelacht. Bisschen Platz haben wir noch in unserer Seemotte. Zack. Mitgenommen. Alles für die Forschung. Ah, guck mal, an den Bäumen wächst dieses Blutöl. Wow. Echt cool. Das ist auch wieder so ein Biom, was echt richtig mysteriös ist. Schwimmen wir mal lieber mit der Seemotte weiter, da sind wir sicherer. Gucken, was wir hier noch haben. Nehmen wir noch was von diesem Blut? Oh, Spinnen. Unterwasserspinnen. Gibt's aber auch nur überall das gleiche Zeug. Ich weiß nicht, sollen wir noch was von diesem Blutöl mitnehmen? Am besten ja, oder? Oh, Inventar ist voll. Haben wir noch ein bisschen Platz? Wissen was? Oh, das ist richtig riesig, dieses Blutöl, deswegen. Hm, dann nehmen wir besser doch nichts mehr mit. Wir wissen ja, wo wir es finden. Es ist ja nicht selten. Wir müssten uns nur merken, wo dieses Biom ist. Aber ich glaube, es war nördlich von, vom Lummerland. Was ist das Lummerland? Das ist Schlumpfhausen. Lummerland müsste dann im Süden sein von uns. Ja, nördlich vom Lummerland. Oha. Die elektrischen Aale gibt es hier also auch. Aber ich suche immer noch Teile von der Zyklop. Das kann doch nicht sein. Die muss es doch irgendwo geben. Ich tauche mal noch tiefer. Boah, hier geht es auf jeden Fall richtig tief runter. 500 Meter Tiefe schon. Oh. Noch ein Wrackteil, aber... Wow. Was macht hier so Geräusche? Sind das die Aale, die elektrisierten? Hier ist es ja wirklich stockdunkel, ne? Das ist echt übel. Ich krieg auch langsam Durst. Oh, hier wird's heller. Scheint so, als wären wir in einer Höhle. Komisch, in der Höhle ist es heller als draußen. Aber hier gibt's leider nicht viel zu sehen im Moment. Ich würde mich eigentlich gerne noch ein bisschen im Biom umgucken, bevor wir hier die Höhle erkunden. Hier noch irgendwo ein Wrackteil. Wow. Boah, habe ich mich gerade erschrocken. Muss auf jeden Fall aufpassen. Nicht, dass wir die Seemotte hier noch zu Schrott fahren. Andererseits habe ich das... Wow. Andererseits habe ich das Schweißgerät mit. So schnell passiert da nichts. Also es ist auf jeden Fall ein sehr tiefes Biom. Ah, ich glaube, es wird Tag. Deswegen wird es auch ein bisschen heller jetzt, oder? Nur komisch, dass es in der Höhle scheinbar einen Einfluss zu haben scheint, welche Uhrzeit es ist. Schwimmen wir hier nochmal rüber. Hier waren wir schon. Das ist wieder diese komische Brücke. Ah, hier ist wieder diese kleine Höhle, die wir schon gesehen hatten. Dann ist hier das Wrack. Das ist das Wrack, was wir betaucht hatten. Nun gut, liebe Leute. Ich würde sagen,
für diese Episode haben wir genug gesehen. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir jetzt erstmal nach Hause schippern sollen. Nein, eigentlich ist das Quatsch. Wir werden andocken in die Zyklop. Dort unsere Seemotte ausleeren. Oder eigentlich müssen wir noch nicht mal andocken. Wir werden uns jetzt hier nochmal vollfressen. Wir haben ja unsere Basis dabei. Wir werden unser Inventar ausleeren. Und in der nächsten Episode werden wir uns dann das Biom nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Denn ich glaube, wir haben ja noch nicht alles gesehen. Komm schon. Welcome aboard, Captain. All systems online. Wir haben ja hier extra Schränke gebaut, die, naja, langsam schon voll werden. Aber ein bisschen Platz haben wir noch. Theoretisch könnte ich sogar noch was bauen, ne? Ich habe ja das Konstruktwerkzeug dabei. Und Titan auch. Und kann ich mit Titan und Quarz, kann ich glaube ich bauen, oder? Aber ich glaube nur die kleinen Schränke. Ich schaue mal gerade kurz nach, was ich bauen könnte. Kann ich die großen Schränke bauen? Nein, da brauche ich Glas für. Und für Glas brauchen wir den Fabrikator. Und den möchte ich hier auf dem Schiff eigentlich nicht bauen, weil das geht auf die Energie. Wir haben zwar noch genug, aber wir könnten höchstens die kleinen Schränke bauen mit Titan und Quarz. Aber wir haben ja auch unten noch Schränke, fällt mir gerade ein. Genau, wir haben ja unten im Unterdeck haben wir ja noch richtig viel. Richtig viel Platz in den Spins. Liebe Leute, und das werden wir nächste Episode machen. Wir schaffen dann das ganze Inventar hier hoch und werden uns dann ein bisschen weiter umschauen. Vielleicht finden wir ja noch ein Schiffswrack. Erstmal mache ich das Licht hier aus. Muss ja nicht sein, dass hier unnötig Strom verschwendet wird. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Hier zu Subnautica. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.